Sag mal, wonach riecht denn das hier eigentlich so? Parfüm? Das ist Parfüm? August, mit was für einer Dame bist du gestern ausgewesen? Die muss sich ja eine ganze Flasche übergegossen haben, damit sie ihn umhaut. Falsch getippt. Gestern Abend war ich zu Hause. Kein weibliches Wesen angerührt. Das kommt ja von hier. Na bitte. Jetzt riech dir das mal an. Donnerwetter. Vollkommen unbeschädigt. Aber riech mal. Ist ja eine Wolke. Aber das Parfüm kenne ich gar nicht. Hat noch nie eine Ansicht gehabt, der ich mal so ein bisschen hautnah gekommen bin. Na klar. Die Flasche hier drin ist wohl nicht richtig verschlossen gewesen. Aufgegangen, unterwegs ausgelaufen. Na, können wir ja nichts dazu. Wutke, du bist heute nicht bloß ein ganz gewöhnlicher Briefträger wie uns einer. Du bist heute Parfümbriefträger. Oh. Bundesparfümbriefträger, würde ich sagen. Klingt ja beinahe wie eine Beförderung. Nehme ich an. Morgen fallen zur Mühlen. Morgen. Morgen, Frau Schulze. Morgen, Herr Wutke. Für Sie habe ich gerade einen Brief dabei. Ich Ihnen den schon mal mitgeben darf? Danke, Herr Wutke. Haben Sie das gerochen? Jetzt parfümieren Sie schon die Briefträger. Ja, ich habe auch irgendwas wie Parfüm gerochen, Mann. Aber ich glaube, das ist nur eine Art Kundendiensterpost. Quatsch mit Soße. Aber Fräulein zur Mühlen, ich meine, das heißt, also ich bewundere Sie, dass Sie einfach immer alles sagen, was Sie denken, wirklich. Frau Schulze, ich habe meine Rente, das kann ich mir leisten. Ja, das ist sehr viel wert. Wer kann das schon? Ich zum Beispiel als Portiersfrau, wenn ich jedem sagen wollte, was ich denke. Ich habe immer noch diesen penetranten Parfümgeruch in der Nase. Sie auch? Tja, jetzt wo Sie sagen, meine ich, ich rieche es auch. Herr Wutke. Morgen, Frau Direktor. Was? Heute ist mal nur ein Brief. Hä? Post? Ja, ein Brief. Na, was ist denn? Gib ihn mir doch bitte. Kommst du öfter parfümierte Briefe? Parfümierte Briefe? Was soll das heißen? Riech mal. Komisch. Oder verdächtig. Na, jetzt gib mir doch endlich mal her. Bitte? Willst du nicht aufmachen? Anthony hier. Verbinden Sie mich mit dem Labor, bitte. Lachmann? Hören Sie zu, Lachmann. Das Päckchen mit der Probe von dem neuen Parfüm ist gerade angekommen. Ja, ja, von wegen erfreulich. Die Flasche ist ausgelaufen, leer, vollkommen leer, da ist nicht ein Tropfen mehr drin. Mit dem Päckchen müssen die auf der Post ein Wettschmeißen veranstaltet haben. Ja, was machen wir jetzt? Die Produktion verschiebt sich um Wochen. Die Werbung kann nicht anlaufen. Ja, da müssen wir drüber reden. Dann kommen Sie sofort zu mir, mit Höchstgeschwindigkeit, klar? Ende. Was gibt es an den paar Zeilen eigentlich so lange zu studieren, sag mal? Man muss diesen Brief sehr sorgfältig lesen. Ach, muss man? Dann fällt einem manches Merkwürdige daran auf.
Kommt sowieso in die Wäsche. Das hättest du mir auch gleich sagen können. Aber willst du mir jetzt vielleicht mal erklären, was an dem Brief da so merkwürdig ist? Gerne. Du wirst hier von der Firma Gebrüder Jürgens gebeten, in einer bestimmten Angelegenheit zu einem persönlichen Gespräch in das Büro der Firma zu kommen. Na ja, und? Du sagtest doch, es handelt sich um ein geschäftliches Gespräch. Natürlich! Hier steht aber doch, dass es sich um ein persönliches Gespräch handelt. Herrgott, nochmal. Es gibt eben geschäftliche Gespräche, die rein geschäftlich sind, aber doch irgendwie eine persönliche Note. Ich meine, in dieser Art geführt werden. Du stotterst ja. Ich? Ich habe nicht den geringsten Grund zu stottern. Du wirst übrigens hier gebeten, am besten um 5 Uhr nach Geschäftsschluss zu kommen. Ist das nicht eine etwas ungünstige Zeit für eine geschäftliche Verabredung? Wieso denn? Da hat man als Direktor eines Unternehmens am besten Zeit. So. Ob es nicht bei Gebrüder Jürgens irgendeine attraktive Sekretärin gibt, die am besten um 5 Uhr Zeit hat? Also was du dir so ausdenkst, also bitte gib mir jetzt endlich den Brief. Ich muss doch zugeben, dass dieser Geschäftsbrief sehr nach einer kaschierten Verabredung klingt. Jedenfalls riecht er danach. Sag mal, traust du mir eigentlich im Ernst zu, dass ich wegen einer Nase voll Parfum gleich zu flirten anfange? Eine Frau langt mir nämlich bereits, das beweist du mir ja gerade. Evelyn, das ist bestimmt gar nichts dran, das weiß ich doch. Aber ich habe ihm eine Szene gemacht. Und ob. Aber nein, das ist doch nicht gemein von mir, das ist nur klug. Ich will dir mal etwas sagen. Wenn eine Ehe vor lauter Wohlwollen etwas einzuschlafen droht, dann muss man hin und wieder etwas Bewegung hineinbringen. Und dazu kam mir dieser parfümierte Brief gerade recht. Hallo! Hallo! Ja, kommen Sie, kommen Sie. Jetzt sehen Sie sich das mal an, Lachmann. Hier, unsere Probeflasche. Ich werde natürlich von der Post Schadenersatz verlangen, was weiß ich, das wird mir mein Anwalt sagen. Was machen wir jetzt, Lachmann? Neuen Namen fürs Parfum haben Sie auch noch nicht. Doch. Was? Da schießen Sie los. A27. Hä? Ja, so formelähnliche Namen sind doch heutzutage sehr beliebt. Mensch, Lachmann, damit können Sie vielleicht Männern ein Rasierwasser verkaufen, doch nicht Frauen ein Parfum. Kennen Sie Frauen? Ich bin verheiratet. Kennen Sie eben nur eine? Mensch, Lachmann, wo kriegen wir jetzt bloß einen Namen her? Das muss was Duftiges haben, was Frisches, was Offenes. Natürlich auch gleichzeitig etwas Dunkles, Geheimnisvolles. Riechen Sie doch mal, vielleicht fällt Ihnen doch was ein. Nichts? Hier mehr. Auch nichts? Guten Tag. Fräulein zur Mühlen? Ja, ganz richtig. Was kann ich für Sie tun? Nehmen Sie bitte erst mal wieder Platz. Danke. Ich wohne Birkenweg 12. Die Post wird dort von einem Briefträger namens Wutke ausgetragen. Ah ja. Ein freundlicher Mensch sonst. Aber er bringt die Post in einen falschen Geruch. Womit denn? Mit Parfum. Bitte, ich billige jedem das Recht zu, seine Persönlichkeit zu entfalten. Herr Wutke könnte sich von mir aus eine Beetle-Frisur zulegen. Von mir aus kann er sich auch parfümieren, soweit der Geruch nicht in meinen persönlichen, mehr von Kernseife bestimmten Dunstkreis einbricht. Aber erlauben Sie... Wenn Sie mich nicht unterbrechen, geht es schneller. Selbst das würde ich für den Augenblick verkraften, wenn mir ein Brief übergeben wird. Aber... Wenn dieser Brief auch jetzt noch danach duftet, überzeugen Sie sich selbst. Tatsächlich? Nicht wahr? Das war es. Guten Tag. Ja, ich werde natürlich sofort etwas unternehmen. Das erwarte ich auch von Ihnen, deshalb war ich ja da. Wiedersehen. Thank you.
Fräulein Stefan. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe Sie herausbitten lassen, weil ich etwas mit Ihnen... aber bitte, nehmen wir doch eben mal Platz. ST, das ist doch Ihr Diktatzeichen, wie ich mir sagen ließ. Ja, das ist richtig. Dann haben Sie also diesen Brief geschrieben. Ja, ist etwas damit? Doch, ja, das kann man wohl sagen. Fräulein Stefan, wenn Sie so einen Brief schreiben und ihn dann versehentlich mit Ihrem Parfum übergießen... Mit meinem Parfum? Dann könnten Sie sich immerhin die Mühe machen, ihn noch einmal zu schreiben. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, in welche Verlegenheiten ein verheirateter Mann kommen kann, der so einen Brief bekommt. Einen Brief, der meilenweit nach Parfum riecht. Tja, aber ich halte es für ganz unmöglich, dass mir das... Bitte, riechen Sie doch mal. Ja. Ziemlich stark. Na also. Aber ich benutze ein ganz anderes Parfum. Ich kann also nicht schuld sein. Bestimmt nicht. Wie können Sie das beweisen? Bitte kommen Sie doch etwas näher. Überzeugen Sie sich. Ja, also, wenn Sie gestatten? Bitte. Ja, es ist allerdings ein ziemlich anderes Parfum. Beinahe schade. Was meinen Sie? Ach, nichts. Aber sagen Sie, Fräulein Stefan... Ja, bitte? Ich wollte Ihnen nur sagen... Ich habe Ihnen ja nun sehr Unrecht getan mit dieser Parfumgeschichte. Aber ich bitte Sie... Ich möchte Ihnen wenigstens ein paar Blumen schicken. Bitte, ich bestehe darauf. Das heißt, besser hier nicht in die Firma. Wer weiß, was daraus wieder wird. Geben Sie mir doch bitte Ihre Privatadresse, Fräulein Stefan. Toller Trick. Seien Sie doch ehrlich. Sie haben den Brief selbst parfümiert, um mit mir in Kontakt zu kommen. Morgen. Herr Butke, heute trinken wir mal einen Schnaps zusammen. Danke, das ist sehr nett. Aber ich muss ja meine Post austragen. Sie haben doch heute Geburtstag, oder? Ja, aber wissen Sie? Haben wir doch heute vor einem Jahr festgestellt, dass wir am selben Tag Geburtstag haben. Also los, kommen Sie. Ach so, ja, richtig. Aber trotzdem, es geht wirklich nicht. Dann noch Schnaps. Also gut, Herr Butke, dann kriegen Sie einen Kaffee. Das geht aber leider auch nicht. Denn sehen Sie, in meinem Zustellbezirk, da wissen die Leute, dann kommt der Butke. Wenn ich mal später komme, die denken, ihre Uhr geht nicht richtig. Wenn es so ist, das verstehe ich ja sogar. Also, dann gratuliere ich Ihnen wenigstens. Danke, ich Ihnen auch. Was anderes, Bermante Mani, fällt mir nicht ein. Das war Beethoven. Egal, was anderes. Ja, schon besser. Sag's mal, Lachmann. Ihnen fällt mir überhaupt nichts ein. Was nutzt uns das beste Parfum, wenn wir keinen Namen finden? Ein Namen, der zieht, der hinhaut. Was anderes. Vielleicht ein Marsch. Ein Marsch. Einen Marsch. Wir brauchen einen Namen, der was Menschliches hat. Das rein Menschliche muss irgendwie mit drin sein. Verstehen Sie, Lachmann? Moment bitte. Ja, Anthony. Ach, Doktor. Ja, natürlich. Ja, fahren wir gleich hin. Ja, ich komme sofort. Ja, Doktor. Mein Anwalt, ich muss sofort los. Lassen Sie inzwischen was einfallen. Aber nicht mit Musik. Sonst glauben Sie noch, Sie sind nur zur Unterhaltung hier. Wiedersehen. Ich war bei Gebrüder Jürgens. Ach. Ich habe mit der Sekretärin gesprochen, die diesen Brief geschrieben hat. Ich meine, getippt hat. So. Ja. Aha. Ein Fräulein Stefan konnte mich davon überzeugen, dass sie an der ganzen Parfumgeschichte völlig unschuldig ist. Wie denn? Wie denn? Ja, wie schon? Sie sagte mir, dass sie ein ganz anderes Parfum benutzt. Und das... schien mir glaubwürdig. Man hat schließlich ein Gefühl dafür, ob jemand aufrichtig ist oder nicht. Ja, das Gefühl habe ich auch. Was meinst du damit? Dass mich mein Gefühl auch nicht täuscht. Wirklich sehr klug.
Ihr musstet wohl miteinander verabreden, was ihr im Fall eines Falles sagen wollt. Das ist ja zum wahnsinnig werden. Woher dieser Brief so parfümiert war, weiß ich nicht. Aber das werde ich jetzt feststellen, damit du endlich mit deinen Albernheiten aufhörst. Verzeihen Sie bitte, haben Sie hier irgendwo den Briefträger gesehen? Diesen Wodke. Sie sagen das so komisch. Können Sie ihn nicht leiden? Nicht riechen. Vielleicht treffen Sie ihn auf der Post. Dankeschön. Ja. Du, das habe ich ja heute Morgen ganz vergessen. Der Wodke hat doch heute Geburtstag. Ja? Na, dann drücken wir mal. Gratuliere zum Geburtstag, Wodke. Ich auch. Ja. Aber woher wisst ihr denn? Na, deine Personalien sind doch stadtbekannt. Gratuliere auch. Dankeschön. Gratuliere auch. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herr Doktor, wenn Sie meine Sache weiterhin so schlecht vertreten, wenn Sie erklären, das Bäckchen sei äußerlich unbeschädigt gewesen, statt meine Beschwerde zu unterstützen, sind Sie die längste Zeit mein Anwalt gewesen. Glauben Sie mir, lieber Doktor, es gibt genügend Anwälte, die sofort bereit sind, eine aussichtslose Sache zu übernehmen. Was ist denn? Ist was? Herr Anthony, als Empfänger haben Sie überhaupt keinen Ersatzanspruch an die Post. Den hat nur der Absender. Ja, das bin ich auch. Dieses Päckchen wurde mir von meinem Labor zugeschickt. Dann sind Sie auch für die mangelhafte Verpackung verantwortlich. Das müssen Sie doch einsehen. Gar nicht, sehe ich ein. Und ein Parfum ist doch eigentlich eine Sache, die nicht Streit entfachen, sondern von Mensch zu Mensch Sympathie vermitteln sollte, nicht wahr? Ja, was ist denn? Moment. Ist irgendetwas? Einen Moment mal. Es ist alles erledigt. Ich verzichte auf die Beschwerde. Ich verzichte auf Schadenersatz und alles. Wiedersehen, meine Herren. Ja. Entschuldigen Sie. Alles erledigt. Ist ja wohl immer noch nicht eingefallen, was? Ja, das dachte ich mir. Aber mir. Unser neues Parfüm heißt Sympathie. Na? Gut, Chef. Großartig. Wie ist Ihnen denn das eingefallen? Wie? Eingebung. Reine Eingebung, lieber Lachmann. Kommen Sie. Darauf trinken wir. Es soll keine eigentliche Beschwerde sein, aber Sie verstehen, ich möchte gerne herausfinden, wie so etwas überhaupt passieren kann. Gut, ich werde der Sache nachgehen. Ich danke Ihnen. Ich bin übrigens auch verheiratet. Ach ja? Ach ja. Na ja. Wodke, zum Chef. Zum Chef? Ja, gleich. Verstehe ich nicht. Was kann los sein? Pass auf, ich weiß. Was denn? Hast doch Geburtstag heute. Natürlich, das wird es sein. Der Chef will dir gratulieren. Aber das ist ja, wo es nicht mal eine runde Zahl ist, 60 oder so. Sitzt der Pfarr? Aber natürlich, ja, ja, ist alles in Ordnung. Na, nun mach schon. Ja? Ah, Herr Wodke. Nehmen Sie doch Platz, Herr Wodke. Dankeschön. Danke. Ja, Herr Wodke, ich habe Sie aus einem bestimmten Anlass zu mir gerufen. Ja, ich weiß. Sie wissen. Na ja, wenn man Geburtstag hat. So, Sie haben Geburtstag heute. Ja. Na, dann gratuliere ich, Herr Wodke. Oh, bitte. Ich meine, danke. Dankeschön. Sagen Sie, Herr Wodke. Ja? Kennen Sie ein Fräulein? Fräulein zur Mühlen? Ja, natürlich. Mein Zustellbezirk, Birkenweg 15, erste links. Eine rüstige Siebtierin, kriegt nicht viel Post. So, aha. Wie ist sie denn so? Ich meine, ist sie nett, oder? Oh ja, sehr. Fräulein zur Mühlen hat mir gesagt, Sie hätten bei der Zustellung penetrant nach Parfum gerochen. Ach, ach so. Also, das kann ich Ihnen genau erklären. Es war nämlich so. Ich verstehe gar nicht, wo er heute bleibt.
Ach ja, Frau Wuttke, das ist ja nun mal unser Schicksal. Essen kochen und auf unsere Männer warten, bis es ihnen mal einfällt, nach Hause zu kommen. Meiner kommt ja eigentlich immer pünktlich. Wehe, wenn man sie dann zu fragen wagt, wo bist du denn eigentlich gewesen? Tja. So war das also. Aber dann trifft sie ja keine Schuld, Herr Wuttke. Ich hatte mir schon überlegt, ob ich sie nicht in einen anderen Bezirk versetzen muss. Also, wenn ich das sagen darf, ich will eigentlich schon immer den Antrag stellen, einen anderen Zustellbezirk zu bekommen. Warum denn? Ja, es ist so. Ich bin in meinem Zustellbezirk zu beliebt. Aber das ist doch sehr schön. Das ist doch kein Grund, sich versetzen zu lassen. Oh doch. Zum Beispiel mit dem vielen Kaffee immer. Vertrage ich gar nicht mit meinem Herzen. Eine Tasse am Tag darf ich eigentlich nur trinken. Und jedes Mal auf meiner Runde werde ich ein halbes Dutzend Mal irgendwo reingebeten, eben mal eine Tasse Kaffee zu trinken. Aber da können Sie doch ganz einfach sagen, dass das dienstlich nicht geht. Tja, sagen Sie das mal den Leuten. Das sieht doch so unhöflich aus. Glauben Sie, es ist mir peinlich, immer Nein, danke zu sagen, ich muss weiter und irgend sowas. Dabei ist das nicht mal eine Ausrede. Überall warten die Leute auf die Post. Lieber Herr Wuttke, die Sache ist erledigt. Sie haben schon die richtige Einstellung zu Ihrem Beruf. Habe ich auch. Also, wenn Sie mal was auf dem Herzen haben, kommen Sie ruhig zu mir. Man hängt natürlich auch an seinem Zustellbezirk, nicht wahr? Das verstehe ich. Also, alles Gute. Und noch einen schönen Geburtstag. Dankeschön. Danke. Was kann ich für Sie tun, Herr Anthony? Worum handelt es sich? Danke. Ja, Frau Neumann, es handelt sich um einen Test. Ich habe ein neues Parfüm entwickelt. Hier, Sympathie. Ein großartiger Name für ein Parfüm, finden Sie nicht? Ja, aber... Frau Neumann, bevor es in die Produktion geht, möchte ich es gerne testen. Und auf Ihr persönliches Urteil, mir die Frau, lege ich ganz besonderen Wert. In dem Probefläschchen ist zwar nichts mehr drin, aber man riecht es noch ganz gut. Probieren Sie doch mal. Das Parfum kenne ich. Das kennen Sie? Nein, das können Sie ja gar nicht kennen. Ein vollkommen neues Parfum ist ja noch gar nicht auf dem Markt. Das können Sie nicht kennen. Das können Sie unmöglich kennen, Frau Neumann. Darf ich noch mal? Ja, bitte. Doch, das kenne ich. Nein, das kann nicht sein. Das darf nicht sein, Frau Neumann. Ich habe es geschaffen zur Förderung der zwischenmenschlichen Beziehungen in unserer kontaktarmen Zeit. Verstehen Sie? Passen Sie auf, Herr Anthony. Ich kenne dieses Parfum lediglich durch einen Brief, der danach roch. Ich kann mir zwar nicht vorstellen... Halt! Ich weiß, ich ahne es. Es gibt nur eine einzige Erklärung, Sympathie... Das muss mein Mann sein. Ach, ja. Sagen Sie nur schnell noch, was ist mit Sympathie? Ach, nee, Frau, wenn ich ihn... Da bin ich aber glücklich, Frau Neumann. Gott sei Dank, ich dachte schon, mein neues Parfum ist gar kein neues Parfum. Wiederschauen, Frau Neumann. Wiederschauen. Guten Tag, Herr Neumann. Tag, Herr Anthony. Ja. Tag, mein Liebling. Was ist denn jetzt wieder los? Ich verzeihe dir alles. Was denn alles? Alles. Es war ja nur Sympathie. Sag mal, wonach riecht's denn hier? Auch das noch. Musik.